Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und es ist Urlaubszeit und auch wir machen mal wieder Urlaub. Wir sind mal wieder auf dem Weg zu unserer Lieblingsinsel, nämlich nach Sylt. Und es ist ein Samstag, wir sind jetzt hier so gegen Mittag in Bußdorf angekommen. Übrigens hatten wir dafür, glaube ich, 3,5 Stunden gebraucht, weil wir vor Hamburg natürlich wieder einen mega Stau hatten. Ich hatte echt schon schlechte Laune. Ich meine, kennt ihr das? Ihr fahrt in Urlaub und habt nach einer Stunde schon schlechte Laune, weil ihr dann in den Stau kommt. Und hier bei 14 Stalls in Bußdorf, da sind ganze 2 frei gewesen, jetzt nur noch einer, weil ich den vorletzten genommen habe. Und das hatte ich wirklich noch nie hier. Und hier kommen gerade wieder 2 Teslas an. Ein Holländer, einer aus Schleswig und die müssen warten. Also es ist, obwohl nee, da ist gerade einer weggefahren. Einer ist noch wieder frei geworden. Aber das Model 3 hier, das muss, glaube ich, warten. Obwohl nee, da hinten ist noch ein freier Stall. Das ist aber der letzte. Dann ist hier alles voll. Und das hatte ich hier in Bußdorf, wie gesagt, auch noch nie. Und ich war hier schon x-tausend Mal. Aber so ist es halt in der Urlaubszeit. Okay, wir fahren wieder, wie gesagt, auf die Insel. Und es wird wieder ein schönes Roadtrip-Video. Wir sind aber nur eine Woche da. Wetter ist ausbaufähig, aber für Oktober gar nicht schlecht. Nur, dass wir jetzt August haben. Mal sehen, wie es wird. Naja, ihr werdet es erfahren, also bleibt dran. Aber wer meint, dass nur an Ladesäulen lange Schlangen bald existieren, dann sollt ihr euch mal diese Schlange angucken. Das ist nämlich die Schlange für die Tankstelle hier hinten. Also auch Benziner oder Verbrenner haben zu kämpfen. Ja, Move Electric Wetter, Leute. Ich fahre nach Sylt. Ich mache gar keine Probefahrt. Und es schüttet aus Kübeln. Es ist ein bisschen ungerecht. Wir fahren doch jetzt im Urlaub. Es ist eigentlich schönes Wetter. Naja, mal sehen. Erfolgreich auf der Insel angekommen. Es ist hier wirklich gerade kalt, 18 Grad und ziemlich windig. Also es fühlt sich dann doch kühler an, als es eigentlich ist. Aber sei es drum, jetzt haben wir eine Woche schönen Urlaub vor uns, schöne Entspannung, ein bisschen die Seele baumeln lassen, Strandspaziergänge mit dem Hund rumtoben. Das wird bestimmt total klasse und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns begleiten. Und jetzt gehen wir gleich nochmal an den Strand heute Abend. Wir haben ein bisschen was gegessen, ausgepackt und so weiter. Alles gut angekommen und dann ja, könnt ihr gerne mitkommen. So wollen wir das. Hier werden hier durchgepustet. Das ist mal richtig Spaß. Das ist Nordseeurlaub. Wind und Wetter und Wellen. So, herrlich, oder? Was sagst du? Ah, wunderbar. Ja, jetzt gehen wir nach Hause. Es geht gleich um die Ecke. Wir sind ja in Rantum immer an der Düne. Und jetzt lassen wir den Tag dann gleich mal schön mit einem Glas Wein ausklingen bei uns in der Wohnung. Und dann ja, morgen neuer Tag, neues Glück. Mal gespannt, wie das Wetter ist. Also angeblich ist Regen vorhergesagt. Naja, wir werden es sehen.
Ja, und wie immer will unser Hund als erstes irgendwie ein Restaurant, egal wo er ist. Ich weiß auch nicht wieso. Jetzt müssen wir erstmal den Hund wieder rein verfrachten und dann geht's heute nochmal nach Westerland und ja, genießen den Tag, solange es trocken bleibt. Soll heute Nachmittag nämlich ein bisschen nieseln, mal sehen, wie das Wetter wird, aber es gibt ja nur falsche Kleidung, kein falsches Wetter. Mittlerweile gibt es auch auf Sylt einen HPC-Lader, also wirklich nur einen einzigen, 2x150 kW, glaube ich, ist das. Es ist auch im Ladenetzverbund, das heißt, mit der SWB-Stromtankkarte könnte ich hier laden oder auch mit jeder anderen Ladenetzkarte. Hier laden eigentlich ständig Autos. Ich bin jetzt hier ein paar Mal vorbeigefahren, der war immer besetzt. Jetzt steht da ein Porsche und ein ID3 und einer von beiden ist schon bei 100%. Das kann man von außen ja sehen, der andere ist bei 87%. Also da wäre es natürlich schön. Gerade auch in der Hochsaison, wenn ihr, liebe Leute, falls ihr auf Sylt seid und ihr ladet, eure Autos auch rechtzeitig wieder abstöpselt und nicht einfach hier anschließen und dann an den Strand für 3 Stunden. Schließlich seid ihr hier in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde maximal voll. Oder benutzt die Charge Buddy App, wo ihr dann über so einen QR-Code sagen könnt, wie lange ihr hier voraussichtlich steht. Und das wäre ganz schön. Aber gut, ich muss jetzt hier nicht laden, es gibt ja genug andere 22 kW Lader, das ist jetzt nicht das Problem, aber mal eben schnell vollladen hier, das würde gehen. Beim Edeka hier in Westerland könnt ihr gar nicht verfehlen. Oh, heute ist noch wieder so ein Tag, da ist so ein Wind hier am Strand, du kannst die Kamera kaum festhalten. Also es ist auch ganz kurz mal sonnig und trocken, vorhin hat es geschüttet. In einer Stunde würde ich mal sagen, fängt es wieder an zu schütten. Leider ist das Wetter dieses Jahr im August hier auf Sylt, zumindest in der Woche, wo wir hier sind, nicht so prickelnd. Also hatte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Aber man muss halt das Beste draus machen. Und hier kannst du halt dann gut im Strandkorb sitzen, weil da ist es dann komplett windstill. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ich nehme mal kurz die Kamera mit. Setze mich mal in den Strandkorb. So, jetzt ist es windstill, ne? Ja, hier kann man es aushalten. Hier kann man es aushalten. Aber wenn man den ganzen Tag rumsitzt, ist es auch irgendwie langweilig. Also wir wollen mal wieder ein bisschen auf Achse sein. Alter? Schon wieder so, wir gehen hier an der Strandbude vorbei und der Hund, der will unbedingt da rein. Ich weiß auch nicht warum. Was haben wir falsch gemacht in der Erziehung? Keine Ahnung.
das ist jetzt sozusagen die maximale Form der Ignoranz bzw. Elektrohassertum hier auf einem riesen Parkplatz in List. Gibt es jede Menge freie Parkplätze eigentlich noch, stellt sich da ein Verbrenner auf einen Ladesäulenparkplatz. Und das, obwohl wir doch hier auf Sylt doch eine relativ angespannte Ladesituation haben. Das heißt, ja, ich hätte hier gern geladen, geht nicht. Pech gehabt. So, heute verlassen wir die Insel. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber das liegt nicht daran, dass es uns hier nicht gefällt, sondern wir machen einen Tagesausflug nach Röm. Oder auch Röme, wie der unwissende Deutsche sagt. Nachbarinsel hier in Dänemark. Da fährt eine Fähre von List. Das dauert so 40 Minuten. Da treffen wir uns sogar mit Freunden. Die haben auch einen Hund und die kennen wir aus Bremen. Das wird bestimmt total lustig. Röm hat ja auch Riesenstrände. Allerdings nur eine einzige Ladesäule am Hafen und die ist auch noch komplett dauerbelegt, wie ich gesehen habe. Also wir haben jetzt noch 60% im Akku. Das wird aber reichen. Ich meine, wir fahren ja hauptsächlich Fähre und auf der Insel werden wir jetzt nicht tausende von Kilometern rumfahren. Aber es wird bestimmt ein super Tagesausflug. Heute ist auch nicht ganz so schlechtes Wetter, aber es stürmt wie Bolle. Ja, mal sehen, ob wir seekrank werden. Kaum, dass die Fähre abgelegt hat, ging bei mir die Alarmanlage an. Hat er nämlich auch einen Neigungsmodus und das Schiff wackelt natürlich. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit, aber ich lasse den Wagen, glaube ich, erstmal auf, damit er nicht alle 5 Minuten hier rumhupt. Früher waren die Leute echt kleiner als heute. Wir sind hier in so einem dänischen Bauernhaus oder so und da muss man echt den Kopf einziehen. Ich würde mal sagen, 1,70 Türhöhe. Ich bin 1,82, also ich passe da nun wirklich nicht drunter. Aber hier ist echt urig, aber hier drin geht's. Also ich würde mal sagen, Kopffreiheit 8 cm. Wir gerade. Das ist ein riesen Strand. Da will ich noch hin. Ja, das ist irgendwie Dänemark. Hier auf Röm kannst du mit dem Auto direkt an den Strand fahren und das ist ein Riesenstrand. Ich glaube, der ist über 1 Kilometer breit und hier ist eine Sandpiste und du kannst hier rumfahren, wie du willst. Also in Deutschland völlig undenkbar.
Ja, kommt euch das Auto bekannt vor? Das habt ihr gerade erst im Video letzte Woche bei mir gesehen, dann aber in Rot. Und jetzt bin ich hier auf Sylt und ich bin hier bei Axel. Moin Axel. Moin. Axel ist sozusagen waschechter Wahlsylter. Also er lebt und arbeitet hier schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, seit 90er Jahren oder seit wann? Seit 97. 97, siehst du. Also schon ziemlich lange. Man darf ihn also fast schon als Einheimischen bezeichnen, Eingeborener. Und Axel hat mich angeschrieben, wenn ich mal auf Sylt bin, dann soll ich doch mal vorbeischauen. Das habe ich natürlich diesmal sehr gerne gemacht. Und Axel wohnt hier in einem tollen alten Sylter Reetdachhaus. Das ist hier sozusagen so eine Marinesiedlung, nennt sich das, in Altwesterland. Da haben früher, hat er mir erzählt, die Offiziere gewohnt, der Marine. Und heute ist es so eine Siedlung, wo wirklich die Einheimischen leben. Das sind also keine Ferienhäuser, sondern richtig zur Miete oder zum Kaufen oder auch Pacht, ist es bei dir, hast du erzählt. Ne? Das ist, also Erpacht, ist ganz ja, interessant. Und, aber das ist gar nicht das, worüber ich mit euch reden will, sondern Axel fährt einen Ford Mustang Mach-E. Auch erst seit kurzem, hast du mir erzählt. Wie lange? Jetzt 7 Wochen. 7 Wochen, also er ist quasi noch ganz neu. Wobei, ist schon dreckig, aber er ist schwarz, das ist ganz normal hier auf Sylt. Und das Tolle ist, er hat hier eine Wallbox im Garten und die möchte ich euch mal zeigen, weil die sieht total abgefahren aus. Das ist eine R10 Smart von der Firma Hesotec aus Dienstlaken. Habe ich einfach geholt, weil sie völlig anders ist als die anderen Wallboxen, die ja wirklich, das sind ja Boxen, Plastikboxen, irgendwelche Kästen, die irgendwo hängen oder stehen. Und die ist einfach, die ist überall zu integrieren. Unauffällig, als Jens angekommen ist, hat er mich gefragt, wo ist denn deine Wallbox? Ich sehe die gar nicht. Und gefällt mir optisch sehr gut. Funktionell, WLAN. 22 kW hat die auch, ne? Nee, das sind 11 kW. 11 kW, okay. Es gibt ja auch mit 22 kW, aber ist ja nicht förderfähig gewesen, deswegen habe ich da auch nicht gemacht. So, wir haben das jetzt angeschlossen an die Wallbox, beziehungsweise an, das ist ja schon fast wie so eine Laternenpark, so ein Laternenparkplatz. Der Axel hat mir erzählt, also jetzt, er hat den ja, den Mach-E seit 7 Wochen. Und man könnte ja sagen, 7 Wochen Glückseligkeit, aber nein, es gibt tatsächlich Probleme mit dem Auto und das interessiert mich, weil ich habe ihn ja erst, wie gesagt, vor kurzem gefahren. Da war alles tutti. Aber wie ist das bei dir, Axel? Was für Probleme hast du jetzt in den 7 Wochen erlebt? Das erste Problem war, dass nach 2 Wochen das Steuergerät für die Kameras einfach ausgefallen ist. Das heißt also alle Rückfahrkamera hier, und alles? Rückfahrkamera, die Kameras, der hat ja eine 360-Grad-View. Alle 4 Kameras liefern zwar Bilder, aber das Steuergerät kann die Bilder nicht verarbeiten. Das heißt, ich habe im Display habe ich keinerlei Kamerabild. Okay, ja, das ist natürlich ärgerlich, vor allem wenn du jetzt hier rückwärts reinrangieren musst. Ja, eben, das ist beim Rangieren schlecht. Er hat zwar noch Parksensoren, damit kann man sich behelfen, aber Kameras sind halt immer besser, gerade bei so einem neuen Auto, wo man die Abmessung nicht richtig kennt. Ja. Und hast du sonst noch irgendwelche Probleme gehabt? Achso, ja. Wenn man AC lädt bei dem Auto, dann ist es bei unglaublich vielen Mach-E so, dass die Lautstärke bis auf 70, teilweise auch 80 Dezibel hochgeht. Vorne. Also die Lüfter, oder? Die Lüfter, das sind die Lüfter, genau. Und das hört sich natürlich schrecklich an, ist irre laut. Die Leute gucken eben nicht, weil der Wagen so geil aussieht, sondern weil der Wagen so laut ist. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe das Problem eben auch gehabt, da waren allerdings die Außentemperaturen höher. Jetzt haben wir es, glaube ich, 17 Grad. Mal gucken, ob das Phänomen ja, jetzt hier Sylter Sommer, mein Urlaub ja. Leider. Das ist der wärmste Winterurlaub meines Lebens. Das ist jetzt das Geräusch, oder? Das ist jetzt das Geräusch, allerdings, ich glaube, noch leise. Ich probiere es mal aus hier. Das ist noch leise? Ich glaube, ja. Das ist schon laut genug. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist jetzt 869 Dezibel. 69 Dezibel, und wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, also man muss sich das vorstellen, das hört man über 50 Meter, wenn man irgendwo öffentlich lädt. Das Ding macht einen Heidenlärm. Ja. Geht gar nicht. Das bleibt jetzt, bis er schätzungsweise bei 90% ungefähr ist. Dann wird die Ladeleistung auch reduziert. Dann wird es auch wieder leiser. Aber bis dahin bleibt er jetzt 2-3 Stunden so. Und das geht natürlich im öffentlichen Raum gar nicht. Ja, also als Ford-Kunde müsst ihr das wissen. Falls ihr euch für den Mach-E interessiert, das könnte sein, dass euer Auto dann auch so laut ist.
Wollen wir uns mal hoffen, dass Ford das irgendwann in den Griff kriegt, weil das finde ich schon ziemlich lästig. Ja, wir sitzen jetzt in deinem Mach-E. Wirklich sehr schickes Auto. Der hat übrigens die weißen Ziernähte, gefällt mir optisch doch ein bisschen besser als die roten in meinem Testauto. Aber sag mal, Axel, du bist jetzt ja schon länger mit Elektroautos auf Sylt unterwegs. Also eigentlich schon seit wie vielen Jahren? Seit 2018. 2018, hast du eine B-Klasse gehabt. Das war der B250e. Genau. Mit Tesla-Antrieb. Technik noch so, ja. Und jetzt bist du ja seit 7 Wochen auf dem Ford Mach-E umgestiegen. Mhm. Und du erlebst ja also die Ladeinfrastruktur, das Elektroauto-Dasein auf der Insel quasi auch in der Nebensaison, in allen Saisons. Wie empfindest du das? Wie ist hier die Ladesituation auf der Insel für Einheimische zum Beispiel? Ist da überhaupt irgendwie was zu machen in der Hauptsaison? Wahrscheinlich nicht, ne? In der Hauptsaison an den öffentlichen Ladesäulen so gut wie nichts. Also geht gar nichts. Das merkt man auch über die letzten 2 Jahre, sag ich mal. 2018, als ich meinen ersten Wagen hatte, da war echt alles noch okay. Hat man eigentlich fast überall noch einen Platz bekommen. Aber mittlerweile, die Säulen sind einfach dicht. Es geht so gut wie nichts mehr, ne? Aber wenn du es jetzt mal hochrechnest, ich weiß ja nicht, was die EVS, die hier die Ladesäulen installiert, hauptsächlich so plant in den nächsten Jahren. Ich weiß, dass ich das im Jahr 2018 auch das erste Mal mit meinem Tesla hier auf der Insel war. Und damals gab es im Prinzip fast die gleiche Menge an Ladesäulen wie heute. Jetzt ist noch ein 150 kW-Lader dazugekommen. Aber es wurde im Prinzip seit 3 Jahren nichts mehr gemacht. Und das Gleiche ist in Bremen übrigens auch so. Wir haben in Bremen die Stadtwerke. Die haben, ich glaube, 140 Ladepunkte in den letzten 3 Jahren installiert. Und auf meine Nachfrage, ja, ob denn da jetzt noch was kommt, weil die Elektroautos laufen jetzt ja gerade erst hoch, meinten sie, nö, wir planen in den nächsten Jahren keinen weiteren Ausbau. Und ich habe so den Eindruck, auf Sylt ist das auch nicht geplant. Das heißt, man hat in den Anfängen der Elektromobilität so ein paar Ladesäulen hingestellt und ist jetzt der Meinung, so, wir haben unsere Schuldigkeit getan und jetzt seht mal zu, wie ihr beim immer weiter steigenden, bei der steigenden Menge an Elektroautos damit klarkommt. Hast du da Informationen, wie das hier laufen soll auf Sylt? Weil so kann es ja jetzt über Jahre nicht bleiben. Nein, aber so wie ich die EVS kenne, die ist da wirklich sehr, sehr fortschrittlich, was das angeht. Bezieht auch ihren Strom, den sie anbietet, zu 100% aus regenerativen Quellen. Und ich gehe davon aus, dass die Infrastruktur noch ausgebaut wird. Aber wenn man dann bedenkt, ich weiß ja, wie oft ich lade. Also ich bin jetzt eine Woche hier. Und immer wenn mein Akku so unter 30% fällt, dann denke ich, ach, jetzt kannst du dich mal wieder anschließen. Man weiß ja nie, wann das mal brauchst. Und dann suche ich mir den Strand aus, nachdem das da eine freie Ladesäule ist. Also ob es jetzt Sansibar ist oder ob es Hörnum ist oder ob es List ist oder ob es Kampen ist. Oder ich gehe nach Westerland und gucke, wo ist da eine freie Ladesäule. Und da in Westerland stehen halt die meisten. Und von den 6, 7, 8 oder so Ladesäulen in Westerland sind meistens 1 bis 2 jetzt in der Hochsaison frei. Da schließe ich mich jetzt an. Wenn ich mir jetzt das Ganze vorstelle, es sind aber 100 mal mehr Elektroautos als heute. Oder sagen wir nur 50 mal mehr Elektroautos. Dann bräuchten wir eigentlich auch 50 mal mehr Säulen, weil die sind jetzt ja schon alle belegt. Und auch gerade die Touristen, die müssen ja laden. Die haben ja keine Chance. Also entweder müssen alle Ferienhäuser mit Wallboxen ausgerüstet werden, was ja momentan auch nicht der Fall ist. Ich versuche da einzuwirken auf einige Apartmentvermieter. Ja, ich denke auch, dass das die Alternative ist zur öffentlichen Ladeinfrastruktur, dass du halt gerade hier als Urlauber in deinem Feriendomizil laden können musst. Sonst hast du gar keine Chance mehr. Genau. Und ja, in diesem Sinne. Axel, ich danke dir ganz herzlich, dass ich dich besuchen durfte. Und, na klar, jederzeit wieder, wenn du hier oben bist. Du bist ja oft hier. Ich bin ja oft hier. Also genau, schau rein. Dann nächstes Mal komme ich wieder vorbei. Genau. Ja, danke dir. Dann mache ich weiter Urlaub. Mach das. Tschüss. Bisschen die Sonne scheint und der Wind hat nachgelassen, also man kann es jetzt am Strand einigermaßen aushalten.
So, unser letzter Urlaubstag heute. Wenigstens ist heute ein bisschen windstill, also nicht mehr so ein Sturm wie sonst jeden Tag. Und es regnet gerade mal nicht. Vorhin hat es noch ein bisschen genieselt. Jetzt sind wir gerade in Hörnum und immer wieder interessant zu sehen, wie sich die Südspitze von der Insel wieder verändert. Also das erste Mal, wo ich hier war, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren, da war die locker noch einen Kilometer länger und das ist alles weggespült. Und hier wird Sylt halt immer kürzer. Das sind die wahren dreibeinigen Herrscher von Sylt hier, die Tetrapoden von Hörnum. Wobei Tetra 4 ist aber egal. Ja, Tetra ist zwar 4, aber die stehen auf drei Beinen. Das vierte ragt immer nach oben. Oder, junger Mann? Komm, wir fahren nach Hause. Komm! Hopp! Ja, da kommst du hin. Wir müssen. So, auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende, wobei es dieses Jahr vom Wetter her doch wirklich sehr, sehr schlecht war. Also wir sind selten hier an der Nordsee im Sommer, meistens fahren wir Richtung Süden. Wegen Corona haben wir das jetzt mal gemacht, dass wir in Deutschland geblieben sind und dann haben wir uns halt für Sylt entschieden. Und ja, letztendlich war das Wetter halt doch dann keines Sommerurlaubs würdig leider, also der wärmste Winterurlaub meines Lebens war es. Aber ansonsten war es halt ziemlich schlecht. Schade eigentlich. Naja, wir kennen die Insel ja sowieso in- und auswendig, von daher ist es für uns nicht das Problem. Entspannen kann man sich halt trotzdem, muss halt nur die richtige Kleidung dabei haben. Jetzt geht's wieder zurück. Wir stehen hier im Autozug und warten jetzt hier noch eine Stunde, bis wir verladen werden. Und dann fahren wir wieder Richtung Bußdorf. Und dann sind wir hoffentlich, wenn die A7 beim Elbtunnel nicht wieder dicht ist, so wie letztes Mal, schneller zu Hause. Letztes Mal hat die Rückfahrt ganze 10 Stunden oder noch länger gedauert und eigentlich schafft man das in maximal 5. Wollen wir hoffen, dass das heute klappt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war so ein kleiner Einblick in unseren Urlaub. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr wisst ja, ein YouTube-Abo ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.